Eric Gay tritt zurück, Niki Lauda meldet sich zurück und Robert Schul will zurück zur alten Stärke. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Skistar Eric Gay hat gestern am Abend überraschend seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Ursprünglich hatte der 37-jährige Kanadier ja noch die ganze Saison komplett durchfahren wollen. Daraus wurde allerdings nichts. Am Abend hat er in Lake Louise einen Schlussstrich unter seine Karriere gezogen. Und zwar nachdem sein Landsmann Manuel Osborne Paradis im Training davor schwer gestürzt war. Daraufhin erklärte Gay, es mache keinen Sinn mehr, er sei nicht mehr bereit, das Risiko einzugehen und stellte die Ski ins Eck. Gay hat im Laufe seiner Karriere zweimal Abfahrts-WM Gold und einmal WM Silber gewonnen. Niki Lauda meldet sich zurück, wenn auch zunächst nur virtueller Natur. Lauda hat dem Formel-1-Team von Mercedes eine Videobotschaft überstellt. Das hat Teamchef Toto Wolff gegenüber Ö3 erklärt. Auf dem Video sei zu sehen, dass Lauda deutlich abgenommen habe und noch ein bisschen schwer atme. Allerdings, er ist tatsächlich wieder zurück und er hat auch gleich eine kleine Kampfansage an das Formel-1-Team von Mercedes parat. Er sagt nämlich sinngemäß, ihr könnt euch schon einmal warm anziehen, weil in Kürze bin ich nämlich zurück. Und spätestens in Australien mit Saisonbeginn der neuen Weltmeisterschaft soll es dann tatsächlich soweit sein. Und dann darf ich Ihnen noch ein Interview ans Herz legen. Mein Kollege Hannes Meyerhofer hat sich mit Robert Schul unterhalten, dem älteren der beiden Schulbrüder. Der hat ja eine schwere Zeit hinter sich, hatte in Hoffenheim zuletzt sehr massiv mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Jetzt will er aber in Berlin bei Union zu alter Stärke zurückfinden und noch einmal durchstarten. Wie er das anstellen will, das lesen Sie jetzt auf KRONE.at. Und ich darf Ihnen noch die Termine zum heutigen Sportfreitag näher bringen. Um 20.15 Uhr steigt in Lake Louise heute das letzte Abfahrtstraining der Herren. In der deutschen Bundesliga steigt um 20.30 Uhr die Partie Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Und auch in der zweiten österreichischen Liga stehen heute Paarungen auf dem Programm, nämlich konkret 3. Anpfiff ist um 19.10 Uhr. Und zwar empfängt Kapfenberg am Steppen, die Young Violets bekommen es mit Steyr zu tun. Und die letzte Paarung lautet Innsbruck gegen Austria Lustenau. Das war das Wichtigste für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt schon ein sportliches Wochenende und freue mich auf ein Wiedersehen am Montag hier an der gleichen Stelle. Alles Liebe!